So, herzlich willkommen wieder zu dem vielleicht angekündigten, also vorausgeahnterweise gesagten, ja, Fortsetzung von meinem Special Let's Play Extermination Day in Realism Tactical Mode. Noch die alte Version, wobei, wieso eigentlich? Wir gucken ganz kurz, wo waren wir, wie waren wir, wie waren unsere Werte? Ich habe ein Haus, das heißt Tastatur, das ist interessant. Ja, quasi ein historisches Denkmal. Ja, wir haben quasi volle Waffen. Dann können wir nämlich auch, ehrlich gesagt, in welcher Version spielen wir eigentlich gerade? Mit der aktuellen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir mal ein bisschen was updaten. Das hat sich nämlich so einiges getan. Zum einen, ich mache mal ganz kurz ein bisschen groß und hoffe, dass ihr noch was seht. Zum einen gibt es mittlerweile eine neue Version, was das hier angeht. Da gibt es die 2019er Version. Das gleich, also hier für Extermination Day, im Zusammenhang mit der neuen Version von Brutal Doom. Da gibt es ja eine neue Version seit dem 1. März. Die wählen wir also entsprechend auch aus. Bei EA Music hat sich nichts getan, soweit ich weiß. Genau, da hat sich nichts getan. Die wurde einfach übernommen noch. Wenn die später die finale Version rauskommt von Extermination Day, gibt es auch die finale Version von diesem Musik-Add-on, also diese Hintergrundmusik. So, dann hat sich hier bei dem HUD was getan. Da gibt es endlich mal eine neue Version, die jetzt auch angepasst ist. HXRTC HUD für Brutal Doom Version 21, wie es kennt, 8. Und genau das nehmen wir nämlich auch. Das muss ich nur hier jetzt sagen. 2019 vom März Version 8, also Release-Kandidat 8. Ja, dann haben wir alles, was wir brauchen. Aktuelle GT Doom Version spielen wir ja schon. Da kam auch mittlerweile keine neue raus. Zumindest also heute nicht. Gestern habe ich geguckt. Kann natürlich sein, dass jetzt innerhalb der letzten 8 Stunden kam. Habe jetzt nicht geguckt, keine Ahnung. So, Extermination Day. Alles aktuell, weitestgehend. So, wir waren Level 24. So. Genau. So, dann. Shay. Mach ich anders. Map E-Day 24. Nano? Ich war mir sicher gewesen, dass wir hatten. Wo hat denn aufgehört? Oh, die haben also scheinbar auch die Nummerierung geändert. Ah, das ist natürlich jetzt blöd. Fuck. Ah, gut, okay, komm, da ganz ehrlich. Dann machen wir das. Ich will jetzt doch erstmal mit der alten Version weiter. Und wenn dann die neue finale Version raus ist, mache ich ja eh wieder ein Let's Play, aber dann wieder ein normales Let's Play, also mit Ultra Violence. Wobei, wer weiß. Dann machen wir jetzt einfach das alte erstmal weiter. Das ist natürlich ein bisschen, ja gut, wenn die natürlich eine Mission unterwegs auch geändert haben, der Maps, dann ist das natürlich keine Option mehr. Okay, okay. Oha. Ich spüre schon wieder ein gewisses Stockern. Na gut. Ich hoffe mal, das hört nicht weiter. So wie Dieter hier. Oh, Alter. Sag mal. Ernsthaft? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Den treffe ich vielleicht noch mal? Digga, ich habe Treffen verlernt. Mal wieder. Oh, was ist der da unten? Wenigstens den treffe ich noch. Alter, ich treffe den einfach nicht. Was ist denn hier los? Ist ja schon fast traurig. Okay, jetzt habe ich ihn. Da unten ist noch einer.
Nein! Boah, Alter. Das war gerade dumm, aber Glück im Unglück, würde ich mal sagen. Wie der sich auch genau hinter der hinter der Flamme versteckt, Alter. Alle weg? Fragezeichen.com. Sieht so aus. Zum Feiern des Gebührenfeiertages speichere ich mal ganz kurz. So. Was? Das ist alles, was da rauskommt? Von mir. Okay. So. Alter, dieses. Ist doch schon wieder so unflüssig. Ich habe doch im Hintergrund alles geschlossen. Ja, ist alles zu, alles weg, alles dicht. Woran mag das wohl liegen? Man weiß es nicht. Ich hoffe, es stört nicht. So wie meine russische Akzent. Ja. Okay. Keine Ahnung, wie lange die Aufnahme jetzt schon wieder geht, aber dabei haben wir noch nicht mal angefangen. So, dann gehen wir mal rein, ganz unverfroren. Ich hoffe, ich muss nicht anklopfen. Hallo? Hallo? Hä? Gibt's einen Schalter? Mir war so. Die Frage ist nur, wo? Ach da! Moment mal, wieso ist hier nicht nachgeladen? Ah, okay, wow. Ah. Wow! Alter! Das war so nicht der Plan. So, normalerweise kommen die mal von der Seite. Von vorne. Jetzt hatten sie so rum. Was ist denn hier los? Kannst du mal still bleiben? Okay, wird nichts. Oh Mann. Oh, nicht schon wieder viel der Textur. Kann man durchgucken. Ich sehe dich, aber du mich nicht. Uah, da war noch einer. Alter, wie unhöflich. Arschloch. Okay. Sieht soweit gut aus. Sehr interessant das Ganze. Sehr interessant. Okay. Gut. Zuallererst gehen wir mal hier oben hin. Hier war ja diese Falle. Oder auch nicht. Dann war das mit der Falle die andere Seite. Oh oh. Bitte nicht schießen. Ich hab Frauen und Kinder. Tötet die. Na, kommt her. Ihr geluschten Luschen. Hallo. Ja, wie wär's mal hier mit Antraben oder so? So, noch Waffen nachladen. Okay, sind nachgeladen. Yay. Oh, hier war doch die Falle. Uah. Klappe. So, dann mach ich erstmal, dass wir hier erstmal hier ein bisschen sauber hier essen müssen. Kostet das viele. Okay. So, jetzt da die Falle. Wie kann ich die nochmal umgehen? Einfach ducken oder? Ja, ducken funktioniert. Aha. Volle Schild an der Waffe ist, sie schießt nur einmal. So, jetzt kommen die Dinger hier raus. Verlappe. Na komm her. Trab an, Mädel. Was? War ja schon fast traurig hier.
Ja, komm, stirb halt. Yay! Okay, ich muss also immer so knapp über den Kopf drüber zielen, damit ich wirklich da One-Hit lande. Ihr wisst schon, was ich meine. Hallo, geht die Tür wieder auf? Ah, das war klar. Scheiß Tür. Ich hasse dich. Und deine gesamte Brut. Okay. Das. Hallo? Was ist das für eine Tür? Was? Das war zu hoch? Lego Mio. Was eine Verschwendung von Ressourcen hier. Das ist ja. Das kannst du ja nicht mal mit ansehen. Genauso wie meine Framerate. Ach du Scheiße. Muss mir runterfallen. Boah, Alter, meine Framerate bewegt sich gerade irgendwo im einstelligen Bereich wahrscheinlich. Zumindest fühlt es sich so an. So, war hier noch was drin? Ah! Schau mal an. Einmal können wir mitnehmen. Und vielleicht auch zweimal. Aber keine Shotgun dafür. Na gut. Kann ich mit leben? Gibt's noch ein bisschen was? Sollte erstmal reichen. So, jetzt ist die Tür hier auf. Hier kann man ja auch relativ schnell wieder raus, soweit ich weiß. Oder auch nicht. Ich habe nur den Knopf gedrückt. Klappt also auch nicht. Please let me alone. Das hat nicht so funktioniert wie gewollt. Sag mal, hallo, wie war denn das? Ich musste doch hier ganz langsam irgendwie ran und dann. Fühle mich hier gerade wie bei Tomb Raider. Temple Raider. Aha. Jetzt ist zu. Ja, geh doch hoch. So. Hä? Wow, sind die auch wieder zu? Interessant. Wobei, ich komme da eh nicht mehr rein, ne? Also eigentlich kann ich die da auch lassen. Egal, komm. Wenn wir schon alle in eine Falle locken, dann können wir die gleich umbringen. Ein bisschen Gnaden. Boah, Alter, diese Framerate gefällt mir gerade irgendwie absolut gar nicht. Bilder pro Sekunde? Also dafür stockert das aber ganz schön hier. Also, liegt das etwa an meinem Torrent-Client oder was? Die 65 Bilder pro Sekunde. Kannst du deiner Mutter erzählen, ja? Ernsthaft? Okay. Ach scheiße, ich freue mich schon auf den Raum da. Das wird. Ah, warum denn nochmal, Alter? Ja. Immer dachte, Leute, was ist hier los? Nee, da gehe ich noch nicht lang. Ich weiß, was da kommt. Und das gefällt mir eher nicht so. Na hallo? Geht mal darauf. Danke. Danke. Was? Wer denn? Wo denn? Aha, ich könnte gerade schön, dass hier gerade jemand aktiv geworden ist. Hallo? Ja, komm mal runter. Hallo? Oh my goodness. Wow! Ich dachte, die können die Tür nicht aufmachen. Wieso haben die Tür nicht aufgemacht? Alter, ist das hinterhältig hier. Meine Fresse. Oh, fuck off hier. Gibt's doch ja nicht. Meine Fresse. So, alle herkommen. Danke dafür.
meine Fresse. Da kriegst du ja Salmonellen oder wie die Dinger heißen. Noch mehr? Hä? Hat sie auch jemand? Will noch jemand was? Hier kommen auch wieder der Gegner raus nachher. Da freue ich mich auch schon drauf. So. What the fuck? Was? Fuck. Was? Hab ich denn jetzt auch gesammelt? Ich wollte doch nichts aufsammeln. Aber ganz ehrlich, komm, danke, danke. Hab ja einen relativ großen Defizit. Hallo. Nein! Wieso hat meine Waffe nicht reagiert? Erst auswählen, dann reingehen. Ist das behindert. Danke dafür. Jetzt der nächste. Oder auch nicht. Ah. Ist er tot? I hope so. Hallo. Danke dafür. So. Ist jetzt der Shitgunner, würde ich gerade sagen. Der Shitgunner noch on? Nein, er ist tot. Sehr schön. Tot gefallen sie mir gleich viel besser. Komm her! Oh, jetzt kommt hier mein Lieblingsfreund hier. Der Kack. Oh, das hätten wir dann auch geklärt. Ich hab doch gerade jemanden gehört. Okay. Ja, verstehe. Ah, du Scheiße! Wollt ihr mich ficken? Ah, Rüstung. Brauche ich gerade nicht. Wie viele? Hoffentlich nur einer. Oh mein Gott. Ach so. Noch einer? Nein? Gut, dann kann ich mich jetzt um die Revenant kümmern. Oder um die Revenants. Ach du Scheiße! Wo kommt der denn her? Fuck you! Ich hab doch gedrückt! Mann, ist das irre. Na komm! Antraben. Beide. Ich habe schon wieder nur noch 40% hier. Ah! Okay, also doch Classic. Wow. Leck mich! Fuck you! I will eat your fucking babies. So, Feierabend jetzt hier. Du, Antrag. My goodness. So, was ist dieser Shane Gunner? Nee, halt, erstmal speichern hier. So, wo ist dieser Shane Gunner? Ich sehe dich. Oder auch nicht. Ach, leck mich doch. Ich hab Angst, Hilfe, Mami. Oh. Was kommt als nächstes? Okay, beide tot.
Mehr kommt doch nicht. Aha, da ist ein Zelda. Ach, von hier kam die Shengana raus. Ist ja interessant. Was? Wie wo was? Boah, Alter. Okay, zum Glück habe ich alle umgebracht. Danke. Wieder ein bisschen Munition hier aufsammeln. Ist ja hier traurig. Boah, Alter, mit einem roten, mit einem hohen Gamma-Wert zu spielen und dennoch noch hier dieses extrem rötliche. Da kennst du ja noch weniger, als du ohne Gamma-Wert sehen würdest. Ist ja schon leicht irritierend. So, jetzt auch noch ein bisschen schenken kann. Hier ist mehr nicht drauf, okay. Gut, dann ab in den nächsten Bereich. Oh Gott, jetzt kommt ja das mit den ganzen Pinkies, ne? Wie sollen wir das schaffen? Ah, ich werfe ein paar Granaten. Ja komm, hier, pack auf. Immer wieder gern. So. Keine Muni? Ach, super. Geizkragen. So, ja, jetzt wird es interessant. Das Problem ist, ich weiß nicht, die Pinkies kommen, glaube ich, immer erst, ne? Von daher wäre das eine relativ dumme Idee. Ich hatte extra nach hinten 50 Meter gelassen. Die reagieren nicht, war klar. Die reagieren wirklich erst, wenn ich wirklich da bin. Das gibt eine Katastrophe. Wie soll das funktionieren? So zum Beispiel. Digga, was eine Verschwendung an Munition hier, ist ja schlimm. Mal über die hier. Gamma 1. Oh, nee, das ist schon wieder definitiv zu heftig. Ah, komm, leck mich. Nein! Digga, wie hab ich das geschafft? Instant Speicher, auch wenn ich nur 50% Leben habe. Ja gut, das war jetzt geplant. Komm her. Und der andere? Oh, kommen noch ein paar. Alle erledigt? Fragezeichen? Die drei Fragezeichen? Gut. Ja, damit. Her damit. Ha! Bin ich gut oder bin ich gut? So, wo war jetzt hier der Schalter? Irgendwo war hier ein Schalter. Ich weiß noch nicht mehr wo. Schalter.exe, bitte warten. Da. Na komm!
Danke. So, da geht's. Ach du Kacke. Nein. Ja genau, klappt euch mal selber. Haha. Was? Oh. Ach ja, der Schalter hier unten. Ich wollte gerade eigentlich nur die Imps loswerden und nicht hier aufräumen. Also hier die Dinge hier hochfahren. Aber so geht's natürlich auch. Ist natürlich sehr schön. Dann frage ich mir das da hinten. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt hoch? Ach hier. Aha, nice. Hä? Ach ja, ich muss ja irgendwie was abschießen, ne? Dinger da. The question ist nur, in welcher Reihenfolge. Nein? Aha. So, dann gucken wir mal. Wir fahren hier. Wir haben hiervon am meisten. Ah, das war mir schon fast klar. Hallo. Elmar, hallo. Fuck you. Vielleicht einfach mal sterben, Junge. Einfach mal sterben. Ach, der ist schon tot. Sehr schön. Bis zum Muni haben wir auch wieder. Oh, den roten Key haben wir auch. Also den roten Skull. So, hier geht es nach draußen. Genau, da brauchen wir also nicht mehr hin. Wir haben den Umweg genommen. Oder die Umfahrung. Oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. So, dann gehen wir mal hier hin. Was kommt jetzt? Ich habe keine Ahnung mehr. Ach du Kacke. Ihr wollt mich da weg. Ihr wollt mich da. Oh mein Gott. Diese Map passt mich. Ach, hier sind wir wieder. Oh oh. Wenn irgendwas aufgeht, ist es meistens nichts gut. Gott, Revenant. Leco Mio am Arscho. Welche Waffe nehme ich denn am besten? Ach komm, die hier. Ja, mehrere, war doch klar. Noch einer? Hä? Das Schöne ist, so viele Revenants, wie ich mittlerweile abgeschlachtet habe, kann ich ein bisschen was von deren Waffen benutzen. Die hier. Das ist ganz praktisch. Wir müssen nämlich langsam ein bisschen auf die Munition achten. Die geht uns nämlich so ein bisschen aus. So, jetzt kamen hier ein paar Gegner. Soweit ich mich zu erinnern denke. Gedenke. Ja, sag ich doch. Leco Mio. Fuck. Was? Von unten kommen auch welche? Scheiße. Was tut, sprach der Ronny. Ey, das klappt relativ gut mit den Dingern. Nice. Fuck. Doch, ich muss schon sagen, das gefällt mir tatsächlich. Man könnte gedenken, das war original geplant. So, so jetzt muss ich hier dreimal, oder ich schieße aber ganz mal ganz schnell. Hier, ja, bam, bam, bam. Oh. Gut, waren jetzt zwei Magazine, die ich jetzt gerade leer geschossen habe, aber wir haben es ja. Dankeschön. Okay. War doch gar nicht mal so schlecht. Ich würde mal fast sagen, wir machen direkt so weiter. Weil, wie gesagt, wir müssen bei der anderen Munition, die wir hier noch haben, sparsam umgehen. Weil wir haben zum Beispiel von der scharfen Munition, hier von dem Gewehr, nicht mal mehr die Hälfte. Und ich weiß, dass noch ein bisschen ein paar starke Gegner kommen werden. Wie wär's denn mit Treffen? Ich dachte, die Dinger haben automatische Zielsuchung. Bei dem Roten und bei den hier Hell Knights und so hat so viel gerade nicht funktioniert. Ah, der ist hinter mir, er ist hinter mir! Oh my goodness! Zu den Kanonen! Da
Da machen wir Angst. So, helft mir doch. Oh, wie viel haben wir noch? Wir haben... Nein. 91. Das heißt also, wir brauchen zwei Dinger. Eins. Zwei. Ah, komm her. Mistgeburt. Du dreimal durchgerammelt, du. Ja, ja, Antram. Komm schon. Trau dich. Trau dich. Komm her. What are you doing? Man. I hate you so much, you fucking idiot. Oh. Hast du davon? Hast dich die Z mit dem Falschen angelegt? Oh, jetzt noch dieser Kakrote? Ich glaube, das dafür. Ach du Scheiße! Scheiße! Ich wollte mich doch nicht selber treffen. Wo schießt das Ding hin? Ich verstehe diese Automatik nicht. Der hat irgendwie eine Kurve geflogen, aber irgendwie hat es dann aufgehört, irgendwas zu machen. Es ist wohl irgendwie nie so aufgeschlagen. Komm, ich renne einfach mal hier runter. Oh. Naja, Klappe. Was? Ernsthaft? Ach du Scheiße. Alter, ich hab doch... Wie schlecht ist denn diese Autosuche von den Dingern? Oh, schön draufzielen. Ja klar. Schieß keine Kronleuchter. Vollpfosten. Ernsthaft. Da kriegst du ja AIDS. Ja, ich hab nichts gegen AIDS, ja. Ich finde, jeder sollte welches haben. War das gerade böse? Ich habe keine Ahnung. Aber es klang auf jeden Fall ganz schön böse. Ich entschuldige mich deswegen in aller Form. So, was suchen wir? Revenant Gedöns zum Beispiel. Und ansonsten, andere Munition liegt ja aber keine mehr, ne? Ne, das war's. Ah, wir haben noch auf diese Raketen. Okay, die können wir vielleicht dann in dem inneren Raum da helfen. Das Problem ist halt mit Raketen, da musst du halt höllisch aufpassen. Sonst fixst du dich damit so selber ins Knie. Das ist ja nicht gerade die Art und Weise, wie man Sachen regeln sollte, ne? Ich meine, ich stehe auf Geschlechtsverkehr, ja, aber nicht so. Ich habe da meine Prinzipien. Kann man jetzt welche oder nicht? Nee, eigentlich so. Ist hier ein Secret? Kann man hier so rein? Hallo? Noch einer? Komm, ich brauche Munition. Der Lars Munition. Hallo? Nö, mehr ist hier nicht. Schade eigentlich. Ach, jetzt verstehe ich auch, warum ich hier so... Wow. Ich habe mein Fenster genau so auf, dass das Fenster praktisch die Sonne reflektiert und genau auf meinem Bildschirm wirft. Deswegen ist es jetzt schon so hell, obwohl es gerade mal 7 Uhr ist. Wow. Das war wirklich der intelligenteste Move, den ich je gemacht habe. Ganz ehrlich. Komm. Hinter mir war gar nichts! Nichts! Gebissen! What the fuck? Warum musst du noch alles achten? Muss ich auf die Sternzeichen achten oder was? Oh, lieber Gott, bist du mir fröhlich gesinnt? Wenn ja, singe mir ein Lied. Meine Fresse! Da kriegst du ja einen Rappel. Hallo? Ja. So, kommt jetzt runter? Ich hoffe mal ja, sonst hole ich jemanden runter. Also jetzt nicht so, aber ihr wisst schon. Hallo? Ey, beachte mich! Ey, ich hab Frau und Kinder! Wenn du lieb fragst, darfst du sie schenken. Mm. Ja! Komm, das war gut. Das war sehr gut. Mit einem Schlag. Das ist halt so der Vorteil. Ah, du Scheiße! Das ist so der Vorteil an Realism Tactical Mode.
Da haben die Gegner eine gewisse Empfindlichkeit gegenüber Raketen. Leider ich persönlich auch, aber man kann dagegen ankämpfen. Ach ja, die Pistole habe ich auch noch. Interessant. Ist hier noch der Bug? Ja, hier ist noch der Bug. Ah, wow. Okay. Was steht jetzt hier noch so rum? Was keucht und fleucht hier noch so im Gehege? Ich sehe einen Scheiß. So sehe ich. Doch, so sehe ich ein bisschen besser. Ach, zwei rote Typen. Okay. Kann ich da Rakete hoch? Ich weiß nicht. Stehe ich hier? Ja, klar. Nee, das wird nichts. Fucking Idiot. Ich versuche mal hier rauf zu gehen. Ich hoffe, ich löse damit jetzt nichts aus. Oh, Munition. Hello, Motherfucker. Hello, Motherfucker. Hello, Motherfucker. Und der andere. Das war klar. Wie kann ein Spiel nur so unfair sein? Ich habe doch immer meine Hausaufgaben gemacht. Ja, ja, komm raus. Da kriegst du ja... Ach, ein Schuss reicht auch schon aus, wenn man richtig zielt. Stimmt, der andere ist ja gerade auch instant gestorben. Nur leider sind wir dabei auch gestorben. So, jetzt komm raus hier. Trapp an, Mädel. Danke dafür. Meine Fresse! Na, da oben ist wieder die Falle, auf die ich mich echt freue. Das wird Wahnsinn. Von der Schrot haben wir mittlerweile wieder ein bisschen was. Na komm. So, hier ist auch noch einer, den wir abschlachten können. Doch nicht? Doch. Hatte mich gerade schon gefragt. So, jetzt kommt, jetzt war die Frage, jetzt ist die Frage, wie können wir da am besten überleben, ohne zu sterben? Weil ich habe gehört, überleben mit Sterben soll wohl irgendwie illegal sein, laut Paragraph Lebensgesetz Nummer 3. Kein Secret hier oben drauf. Schade eigentlich. Okay. Einfach runterrennen und dann, ja wie? Das Problem ist, die spawnen hier rein, ne? Ja, es funktioniert. Oh, Alter, wir haben zwar fast alles von unserem Leben verloren, aber okay. Okay, ich versteh's. Nee, das geht nicht. Die weichen da ja aus. Ja, komm runter hier. Meine Fresse. Dann mache ich gleich mal Harikiri. Noch einer? Will noch wer was? Hä? Hä? Freiwillige vor? Hallihallö. Ja, ich höre noch einen. Mindestens einen. Es könnten auch 20 sein. Die Frage ist nur, wo ist der? Oh, mal ein bisschen hier ein auf Gefahrengut. Nein, 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 nein! Ich bin noch unter ihm durchgerannt. Wie könnte der mich noch treffen? Perfekter Fick. Ist da noch ein Hellknight irgendwo oder was? Aha. Ich höre noch so ein Hellknight oder wie die Dinge heißen. Ja, tatsächlich. Fuck! Ah. So. Den erledigen wir mal mit dem Freund. Okay. Ist hier von noch so ein Health Pack oder sowas? Oh, danke. Danke. Health Pack? Ich suche ein Health Pack eigentlich. Also ein Health Pack. Hallo, Health Pack. Ach hier. Wow. Danke. Die Rüstung nehme ich mal noch nicht mit, weil wir werden sie definitiv brauchen. Hier noch irgendwas? Ne, bloß ein bisschen Rüstung. Hebe ich mir auch mal alles auf. Ja, hier hinten ist noch Health Pack. Danke, danke.
Hier ist sonst nichts mehr. Gut, wir haben jetzt alle Dinge, also wir können jetzt wahrscheinlich hier rein. Und der Raum, der wird spaßig, das weiß ich jetzt schon. Komm hier auf, verfickter Scheiße! Hallihallö! Hä? Oh mein Gott. Ach du Kacke. Ja gut. Ich sag mal so, das wird ein spaßiges, eine spaßige Angelegenheit. Was? Wieso erreichen die mich? Oh oh, die kommen, um mich zu ficken. Ah, nicht festhängen. Was machst du denn? Idiot. Da ist mit der Sonne, wird immer schon mal hier gerade. Ey, funktioniert sogar. Ha, lol. Es geht halt wirklich. Ist das geil. Uah, what the fuck? Ja, diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die kommen aus der Mythologie von Ägypten. Aus den Griechen. Diese Männer, die auf dem Pferdekörper sitzen. Oder? Also, die Pferdekörper haben. So, diese Viecher da. Das Problem ist, die haben so einen extrem Splash-Damage. Die zu besiegen ist echt eine Sache für sich. Da muss ich irgendwie versuchen, dass sie sich gegenseitig fertig machen. So zum Beispiel nicht. Fuck, ich dachte, die Mauer schützt mich davor. Manchmal klappt sowas nicht. Ich verstehe das nicht. Na komm, mach den fertig. Wow. Das war gerade ein schlechter Punkt im Speichern. Ja! In the face. Kannst du mal sterben oder so? Boah, dann ist auch einer? Ah ne, ist die Rüstung. Ich dachte gerade, der grün blinkende da ist ein Feuerball. Aber wie lange brauchen die denn, um den zu erledigen? Ach, der stirbt gar nicht. Das ist ja nett. Okay, komm, ganz ehrlich hier, bam. Dann helfen wir halt mal ein bisschen nach, ne? Alter, ich sehe den so schlecht. What? Ich sag's ja, das wird nicht eine Art-Nummer hier. Wie soll man das denn bitte schön? Ich werde ihn vergewaltigen müssen. Ich verstehe diese Mauern hier nicht. Scheinbar gibt es verschiedene Mauern. Die hier schützt mich, die da nicht. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Ja, siehst du?
Hier stehe ich ganz nah dran und kriege trotzdem überhaupt keinen Schaden. Okay, jetzt habe ich doch wieder Schaden bekommen. Ich sag's ja, hier eine Logik zu finden, es verschwendet Energie. Wie hat der mich jetzt gerade gesehen? Ich hab mich ja selber nicht mal gesehen. Oh. Das scheint es gewesen zu sein. Gut, die bringen sich jetzt aber auch nicht gegenseitig um. Ah, scheiße. Die darf ich dann also auch alle manuell umbringen? Gut, dafür haben wir ein paar Raketen. Wir werden uns mit den Dingern so selber in den Arsch schicken. Wobei es... Was? Ah, komm. Ja, ganz ehrlich. Gehen wir halt ein bisschen Verschwendung. Achso, wir haben ja auch noch die. Die gute alte Schrot haben wir ja auch noch. Digga, was denn da los? Wow. Was? Wie konnte ich denn den nicht treffen da mal? Geht doch. So. Munition. Was ist hier drin? Ein Schalter. Ach ja, das war ja dieses Ding da hinten da mit diesem Versteck da. Was? Ach ja, hatten die ja hier geändert gehabt. Wow. Ich bin gefickt. Gott, so viel Munition, wie ich hier brauche, gibt es hier gar nicht in der Map. Immer alle brav herkommen, einer nach dem anderen. Also Rüstung gibt es jetzt schon mal eine ganze Menge. Wenn ich das mal so anmerken darf. Eigentlich gibt es ja relativ viel Munition. Das Problem ist halt, im Realism-Mode werden so eine ganzen Packs, so eine Shell-Pack, wo man gleich 20 bekommt, hier solche einfache Dinger hier ausgetauscht. Und das ist natürlich klar. Da leidet man ja sehr schnell unter Knappheit, ne? Oh, okay, okay, gefällt mir. Die da hinten gefallen mir eher weniger. Ja.
Warum lebt er? Du solltest doch sterben laut Vertrag. Perfekte Scheiße, der hat's unterschrieben, Junge. Danke, danke. Nee. Ah, Plasma könnte ich auch mal. Plasma könnte ich auch mal verwenden. Ach nee, die hebe ich mir besten auf für später für den Cyberdemon. Da kommt ja noch so ein Cyber-Kack-Gedöns. Oder was Spider-Master meint? Glaube, was du Spider. Spider-Demon, klar. Cyber-Demon. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich einfach nicht. Denn ich fick dir ins Gesicht. Hab ich nicht gesagt. Ja, ja, komm. Will noch irgendwer irgendwas anmelden hier? Hä? Wer falsche Waffe? Digga! Was war das denn? Hallihallö! Ah ja, komm mal her, mein Lieber. Komm mal her. Oh, wir langsam mal aufpassen hier. Meine Munition erreicht langsam einen insgesamt kritischen Punkt. Ja, Feierabend hier. Okay, also wir haben in der Map verteilt noch ganz schön viel Raketen und Plasma. Hier haben wir auch noch Raketen und Plasma. Okay. Heißt also für den Cyberdemon oder was auch immer jetzt kommen mag. Es war, glaube ich, wie gesagt, ein Cyberdemon. Nutzen wir dann auf jeden Fall. Ja, genau diese beim Waffen primär. Der kommt, glaube ich, jetzt. So war es mir gewesen. Mit Kammer und Besen. Ach, die Kacke. Okay, nicht so nah an der Treppe stehen. Die mag mich scheinbar nicht. Oh Mann, Alter. Mit den ganzen Bäumen hier gibt es überall so viel Splash Damage. Alter, wieso schlitter ich so extrem auf dem Boden? Ist Sand und kein Eis. Okay, das ging jetzt doch schneller als gedacht. Wow. Nice. Habe ich ja Plasma doch gar nicht gebraucht. Na gut, okay. Das ist natürlich auch schön. So, jetzt suchen wir uns mal ein bisschen. Hier gibt es irgendwie Health Packs oder sowas. Nee, ne? Wäre auch zu schön gewesen. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder. Ach, scheiße! Warte mal ganz kurz. Das war doch eins von diesen Maps, wo man gar nicht zurück kann. Ach komm, leck mich. Kannst du mir doch jetzt hier nicht erzählen, Alter. ID-Clip. Feierabend, ja. Danke. ID-Clip? Danke. Oh, euch nehme ich mal ganz gerne hier mit. So, dann haben wir euch wieder ein bisschen davon. Was gab es hier noch so? Es fehlen übrigens noch zwei Gegner. Gut, dann gab es hier noch das Ding. Das ist ja das Ding, was so normalerweise mit dem Schalter aufgeht, was ja mit der Schalter dann nicht funktioniert. Von daher, ID-Clip. Oh, na gut. Hätten wir es auch geklärt? Hatten wir ja schon. Munition, wir brauchen dringend Munition. Die hatten wir alles mitgenommen gehabt. Vor allem brauchen wir von der Schrotflinte ganz schön viel und von der Pistole. Aber ich glaube, in der Map hier werden wir nichts mehr finden. Ich kann auch mal ganz unverfroren beim Eingang gucken. Hier so. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Sehr schön. Aber auch das hält sich eher in Grenzen.
Ja, hält sich alles in Grenzen. Na gut. Dann würde ich mal sagen, Mission Munition suchen vorzeitig beendet, wegen weil Baum. Und wir machen uns ja langsam mal auf den Weg, hier diese beiden Dinger hier noch aufzusammeln. Und dann ab Richtung Ziel zu laufen. So. Ja gut, dann würde ich mal sagen, in dem Sinne, schau mit V, ne?